Moin Moin, ich bin's, euer Flappy. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich über ein ernstes Thema sprechen, und zwar über das Coronavirus. Alle haben schon davon gehört. Zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, haben sich schon knapp 80.000 Menschen damit infiziert. Über 2.000 Menschen sind schon daran gestorben. Und in diesem Video möchte ich meine persönliche Einschätzung darüber geben, ob das Ende der Menschheit durch das Coronavirus nahe gekommen ist. Das Coronavirus verbreitet sich derzeit in zahlreichen Ländern, sehr stark in China, aber auch in Südkorea, Iran und Italien. Italien ist als erstes europäisches Land massiv davon betroffen. Das heißt, früher oder später wird es auch nach Deutschland drüber schwappen. Aufzuhalten wird es nicht mehr sein, denn vor kurzem wurde bekannt, dass das Zeitfenster, um eine Pandemie noch aufzuhalten, vor kurzem geschlossen ist. Das heißt, früher oder später wird der Virus weltweit agieren und zahlreiche Opfer fordern. Bis dagegen ein Gegenmittel hergestellt ist, wird noch Monate ins Land gehen. Das heißt, der Coronavirus hat sehr viel Zeit, um zahlreiche Menschenopfer zu erlangen. Meine persönliche Einschätzung zum Coronavirus ist, dass da sehr viele Millionen Menschen daran sterben werden. Es könnte ungefähr so schlimm sein wie bei der spanischen Grippe. Aber aufzuhalten wird der Virus gar nicht sein, denn der Virus mutiert immer weiter. Selbst wenn wir dagegen alle Vorsichtsmaßnahmen treffen würden, der Virus würde sich immer weiter mutieren und so immer weitere Menschenopfer erlangen. Egal wie gut wir uns dagegen schützen würden. Das heißt, bis ein Gegenmittel fertiggestellt ist, wird meiner Meinung nach schon über die Hälfte der Menschheit bestimmt schon ausgerottet sein. Dank dem Virus. So, das war jetzt meine kurze Einschätzung über das Coronavirus. Ich hoffe, euch hat meine persönliche Meinung irgendwie gefallen. Und bis zum nächsten Mal.